Zweites Buch. 1. Erinnere dich, seit wann du diese Betrachtungen nun schon aufschiebst und wie oft dir die Götter Zeit und Stunde dazu gegeben haben, ohne dass du sie nutzest. Endlich solltest du doch einmal einsehen, was das für eine Welt ist, der du angehörst und wie der die Welt regiert, dessen Ausfluss du bist. Und dass dir die Zeit zugemessen ist, die, wenn du sie nicht brauchst, dich abzuklären, vergehen wird, wie du selbst, und nicht wiederkommen. 2. Immer sei darauf bedacht, wie es einem Manne geziemt, bei allem, was es zu tun gibt, eine strenge und ungekünstelte Gewissenhaftigkeit, Liebe, Freimut und Gerechtigkeit zu üben und dir dabei alle Nebengedanken fernzuhalten. Und du wirst sie dir fernhalten, sobald du jede deiner Handlungen als die letzte im Leben ansiehst, fern von jeder Unbesonnenheit und der Erregtheit, die dich taub macht gegen die Stimme der richtenden Vernunft, frei von Verstellung, von Selbstliebe und von Unwillen über das, was das Schicksal dir beschieden hat. Du siehst, wie wenig es ist, was man sich aneignen muss, um ein glückliches, ja göttliches Leben zu führen. Denn auch die Götter verlangen nicht mehr von dem, der dies beobachtet. 3. Fahre nur immer fort, dir selbst zu schaden, liebe Seele. Dich zu fördern wirst du kaum noch Zeit haben, denn das Leben flieht einen jeglichen. Für dich ist es aber schon so gut als zu Ende, der du ohne Selbstachtung dein Glück aus dir heraus verlegst in die Seelen anderer. 4. Trotz deines Bestrebens, an Erkenntnis zu wachsen und dein unstetes Wesen aufzugeben, zerstreuen dich die Außendinge noch immer? Mag sein, wenn du jenes Streben nun festhältst. Denn das bleibt die größte Torheit, sich müde zu arbeiten ohne ein Ziel, auf das man all sein Dichten und Trachten lenkt. 5. Wenn man nicht herausbringen kann, was in des anderen Seele vorgeht, so ist das schwerlich ein Unglück. Aber notwendigerweise unglücklich ist man, wenn man über die Erregungen der eigenen Seele im Unklaren ist. 6. Daran musst du immer denken, was das Wesen der Welt und was das Deinige ist und wie sich beides zueinander verhält, nämlich was für ein Teil des Ganzen du bist und zu welchem Ganzen du gehörst. Und dass dich niemand hindern kann, stets nur das zu tun und zu reden, was dem Ganzen entspricht, dessen Teil du bist. 7. Theophrast sagt in seiner Vergleichung der menschlichen Fehler, wie diese denn allenfalls verglichen werden können, schwerer seien die, die aus Begierde, als die, welche aus Zorn begangen werden. Und wirklich erscheint der Zornige als ein Mensch, der nur mit einem gewissen Schmerz und mit innerem Widerstreben von der Vernunft abgekommen ist, während der aus Begierde fehlende, weil ihn die Lust überwältigt, zügelloser erscheint und schwächer in seinen Fehlern. Wenn er nun also behauptet, es zeuge von größerer Schuld, einen Fehler zu begehen, mit Freuden als mit Bedauern, so ist das gewiss richtig und der Philosophie nur angemessen. Man erklärt dann überhaupt, den einen für einen Menschen, der gekränkt worden ist und zu seinem eigenen Leidwesen zum Zorn gezwungen wird, während man bei dem anderen, der etwas aus Begierde tut, die Sache so ansieht, als begehre er das Unrecht aus heiler Haut. 8. Jegliches Tun und Bedenken wie einer, der im Begriff ist, das Leben zu verlassen, das ist das Richtige. Das Fortgehen von den Menschen aber, wenn es Götter gibt, ist kein Unglück, denn das Übel hört dann wohl auf. Gibt es aber keine oder kümmern sie sich nicht um die menschlichen Dinge, was soll mir das Leben in einer götterleeren Welt, in einer Welt ohne Vorsehung? Doch sie sind und sie kümmern sich um die menschlichen Dinge. Noch mehr. Sie haben es, was die Übel betrifft, und zwar die eigentlichen, ganz in des Menschen Hand gelegt, sich davor zu bewahren. Ja, auch hinsichtlich der sonstigen Übel, kann man sagen, haben sie es so eingerichtet, dass es nur auf uns ankommt,
ob sie uns widerfahren werden. Denn wie sollte etwas, wobei der Mensch nicht schlimmer wird, sein Leben verschlimmern? Selbst die bloße Natur, sei es, dass wir sie uns ohne Bewusstsein oder Mitbewusstsein begabt vorstellen, gewiss ist, dass sie nicht vermag, dem Übel vorzubeugen oder es wieder gut zu machen, hätte dergleichen nicht übersehen. Hätte nicht in dem gerade gefehlt aus Ohnmacht oder aus Mangel an Anlage, dass sie Gutes und Böses in gleicher Weise guten und bösen Menschen unterschiedslos zuteil werden ließe. Tod aber und Leben, Ruhm und Ruhmlosigkeit, Leid und Freude, Reichtum und Armut und alles dieses wird den guten wie den bösen Menschen ohne Unterschied zuteil, als Dinge, die weder sittliche Vorzüge noch sittliche Mängel begründen. Also sind sie auch weder gut noch böse, weder ein Glück noch ein Unglück. 9. Wie doch alles so schnell verbleicht. In der sichtbaren Welt die Leiber, in der Geisteswelt deren Gedächtnis. Was ist doch alles Sinnliche, zumal was durch Vergnügen anlockt oder durch Schmerzen abschreckt oder in Stolz und Hochmut sich breit macht? Wie nichtig und verächtlich, wie schmutzig, hinfällig, tot. Man folge dem Zug des Geistes. Man frage nach denen, die sich durch Werke des Geistes berühmt gemacht haben. Man untersuche, was eigentlich Sterben heißt. Und man wird, wenn man der Fantasie keinen Einfluss auf seine Gedanken verstattet, darin nichts anderes als ein Werk der Natur erkennen. Kindisch aber wäre es doch, vor einem Werk der Natur, das derselben ohnehin auch noch zuträglich ist, sich zu fürchten. Man mache sich klar, wie der Mensch Gott ergreift und mit welchem Teile seines Wesens und wie es mit diesem Teil des Menschen bestellt ist, wenn er Gott ergriffen hat. 10. Nichts Elenderes als ein Mensch, der alles wie im Kreise durchläuft, die Tiefen der Erde ergründen will, wie Pindar sagt, der um alles und jedes sich kümmert, auch um das, woran sonst niemand denkt, der nicht aufhört, über die Vorgänge in der Seele des Nächsten seine Gedanken zu machen und nicht begreifen mag, dass es genug ist, für den Gott in der eigenen Brust zu leben und ihm zu dienen, wie sich's gebührt. Das aber ist sein Dienst, ihn rein zu erhalten von Leidenschaft, von Unbesonnenheit und von Unlust über das, was von Göttern und Menschen geschieht. Denn die Handlungen der Götter zu ehren, gebietet die Tugend, und mit denen der Menschen sich zu befreunden, die Gleichheit der Abkunft, obwohl die Letzteren allerdings auch zuweilen etwas Klägliches haben, weil so viele nicht wissen, was Güter und was Übel sind. Eine Blindheit, nicht geringer als die, wenn man Schwarz und Weiß nicht unterscheiden kann. 11. Und wenn du 3000 Jahre leben solltest, ja noch 10-mal mehr, es hat jedoch niemand ein anderes Leben zu verlieren, als eben das, was er lebt, so wie niemand ein anderes lebt, als was er einmal verlieren wird. Und so läuft das Längste wie das Kürzeste auf dasselbe hinaus. Denn das Jetzt ist das Gleiche für alle, wenn auch das Vergangene nicht gleich ist, und der Verlust des Lebens erscheint doch so als ein Jetzt, in dem niemand verlieren kann, weder was vergangen noch was zukünftig ist. Oder wie sollte man einem etwas abnehmen können, was er nicht besitzt? An die beiden Dinge also müssen wir denken. Einmal, dass alles seinem Wesen nach unter sich gleichartig ist und von gleichem Verlauf. Und dass es keinen Unterschied macht, ob man 100 oder 200 Jahre lang oder ewig ein und dasselbe sieht. Und dann, dass auch der, der am längsten gelebt hat, doch nur dasselbe verliert wie der, der sehr jung stirbt. Denn nur das Jetzt ist es, dessen man beraubt werden kann, weil man nur dieses besitzt und niemand kann verlieren, was er nicht hat. 12. Alles beruht auf der Ansicht. Dafür zeugen die Aussprüche des Zynikers Menimus und für diesen zeugt wieder die Brauchbarkeit des Gesagten, wenn man es auf das Wahre darin einschränkt. 13. Die Seele des Menschen tut sich selbst den größten Schaden, wenn sie sich von der Natur abzusondern, gleichsam aus ihr herauszuwachsen strebt. So, wenn sie unzufrieden ist über irgendetwas, das sich ereignet. Es ist dies ein entscheidender Abfall von der Natur,
in der ja diese eigentümliche Verkettung der Umstände begründet ist. Ebenso, wenn sie jemanden verabscheut oder anfeindet oder im Begriff ist, jemanden weh zu tun, wie allemal im Zorn. Ebenso, wenn sie von Lust oder von Schmerz sich hinnehmen lässt oder wenn sie heuchelt, heuchlerisch und unwahr etwas tut oder spricht oder wenn ihre Handlungen und Triebe keinen Zweck haben, sondern ins Blaue hinausgehen und über sich selbst völlig im Unklaren sind. Denn auch das Kleinste muss in Beziehung zu einem Zweck gesetzt werden. Der Zweck aber aller vernunftbegabten Wesen ist, den Grundsätzen und Satzungen des ältesten Gemeinwesens Folge zu leisten. 14. Das menschliche Leben ist, was seine Dauer betrifft, ein Punkt. Des Menschenwesen flüssig, sein Empfinden trübe, die Substanz seines Leibes leicht verweslich, seine Seele einem Kreisel vergleichbar, sein Schicksal schwer zu bestimmen, sein Ruf eine zweifelhafte Sache. Kurz, alles Leibliche an ihm ist wie ein Strom und alles Seelische ein Traum, ein Rauch. Sein Leben Krieg und Wanderung, sein Nachruhm Vergessenheit. Was ist es nun, das ihn über all das zu erheben vermag? Einzig die Philosophie. Sie, die uns lehrt, den göttlichen Funken, den wir in uns tragen, rein und unverletzt zu erhalten, dass er Herr sei über Freude und Leid, dass er nichts ohne Überlegung tue, nichts erlüge und erheuchele und stets unabhängig sei von dem, was andere tun oder nicht tun, dass er alles, was ihm widerfährt und was ihm zugeteilt wird, so aufnehme, als komme es von da, von wo er selbst gekommen, und dass er endlich den Tod mit heiterem Sinn erwarte, als den Moment der Trennung aller Elemente, aus denen jegliches lebendiges Wesen besteht. Denn wenn den Elementen dadurch nichts Schlimmes widerfährt, dass sie fortwährend ineinander übergehen, weshalb sollte man sich scheuen vor der Verwandlung und Lösung aller auf einmal? Vielmehr ist dies das Naturgemäße, und das Naturgemäße ist niemals vom Übel.